Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich mache mal wieder ein neues Telonym-Beantworten-Video. Ne, ich beantworte wieder meine Tells. Ich weiß, wenn man auf meinen Kanal reingeht, sind jetzt 3 in Folge. Das ist jetzt so, kommt gar nichts mehr anderes. Warum? Bin ich ganz ehrlich? Weil auch zur Zeit ist es auch von der Qualität her einfach auch der beste Content. Weil, ganz im Ernst, das verbraucht nicht so viel Internet oder sonst irgendwas und laggt dadurch nicht. Es läuft flüssig. Deshalb kann ich das hier am besten produzieren. Klar, aber jetzt hier Gaming und sonst irgendwas, ihr habt ja meine ganzen Roblox-Sachen gesehen, das laggt übelst. Das ist dann wirklich so Stop-Motion und das ist dann auch nicht so gut. Das hier wiederum läuft halt gut. Ne? Und ist halt auch gleichzeitig am einfachsten zu produzieren. Weil, ja, ich muss nur warten, bis mir die Leute Tells schreiben. Dann, ja, nicht nur das, sondern ob man es glauben möchte oder nicht. Aber das macht mir auch Spaß. Ja. Nein, wirklich, das macht mir Teil. Also, okay, es kommt eher immer auf die Fragen drauf an. Ne? Also klar, ich mag es nicht unbedingt, wenn man mir so, ja, bestimmte Fragen stellt. Naja. Ne. Nee. Aber okay, weg mit dem Gerede. Und fangen wir mal an mit der ersten Frage. Ich habe natürlich wieder 5 rausgestellt, natürlich immer die alle hintereinander, ne? So, fangen wir an mit der ersten Frage. Wieso bist du so perfekt? Also erstens, ich bin nicht perfekt. Nein. Nee. Ganz im Ernst. Vor allem ich nicht. Nee. Nee. Ich bin nicht perfekt. Ganz im Ernst. Nein. Ganz im Ernst. Allein schon mal vom Optischen. Ne? Ich bin eine übergewichtige Person, die, ja, im Gesicht irgendwie aussieht wie 50. Dann irgendwie teilweise, keine Ahnung, manche nennen mich hier Drachelot. Also, ganz im Ernst, perfekt, so, nein. Und sonst, um mich herum, nein. Also, nächste Frage. Was sind Zeichen dafür, dass eine Freundschaft toxisch ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Weil ich persönlich, ehrlich gesagt, auch nicht mal weiß, was dieser Begriff unbedingt bedeuten soll. Toxisch. Also ich meine, wenn du jetzt jemanden anfällst und dann irgendwie Gift stirbst oder was. Nee, ich weiß halt nicht, was genau damit irgendwie gemeint ist. Und trotzdem verwende ich es irgendwie. Ja, wenn man, ja, okay, sagt doch, klar, doch schon toxisch heißt eher so, ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nächste Frage. Welches Lied hast du als letztes gehört? Echt jetzt? Ich weiß, das ist die einfachste Frage ever. Welches Lied hast du als letztes gehört? Das kommt irgendwie öfters vor, ne? Was kommt als nächstes? 5-mal? Welches Lied hast du gehört oder was? Ja, hoffentlich nicht. Keine Ahnung, irgendwas auf Spotify. Keine Ahnung. So, dann Frage 4. Meinung zu K-Pop.
Ja, ich persönlich höre kein K-Pop. Dazu, deshalb kann ich dazu nicht wirklich eine Meinung haben. Nee. Ja, also, nee. Sorry. Ich sage nicht, dass ich es irgendwie schlecht finde. Ich sage aber auch nicht, dass ich es voll feiere. Ich halte mich da. Wie gesagt, ich habe noch. Ja. Nee, wenn man. So, und deshalb jetzt letzte Frage. Wie fühlst du dich gerade eigentlich? Ich weiß es nicht. Das habe ich ab und zu, ne? Nicht gut, nicht schlecht, das sonst, weiß nicht. Naja, jedenfalls. Da wir ein Händler-Setzer. Das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und um nicht inaktiv zu werden. Und warum ich gerade übrigens so gucke, weil ich das eigentlich nicht sagen wollte. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Die alte Line. Nee. Nee. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Das ist wirklich viel bessere Unterstützung als ein Abo. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich ganz ehrlich. Ein Abo ist keine Unterstützung. Nein. Im Gegenteil. Ein Abo ist keine Unterstützung. Warum? Ist einfach so, weil, ja, am Ende sind sie eh alle nur inaktiv und das schadet dann meinen Kanal sehr. Wenn ich könnte, bin ich ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich einfach mal, glaube ich, ungefähr 900 einfach raushauen. Ja. Auch wenn ich dann wieder theoretisch von vorne anfangen müsste. Aber ganz im Ernst, das wird mein Kanal wahrscheinlich so gut tun. Das geht halt aber auf YouTube nicht. Auf anderen Plattformen. Da geht es. Ne? Solche auf TikTok würde das gehen. Da könnte ich tatsächlich alle deabonnieren. Also, dass die mich deabonnieren. Auf YouTube geht es halt nicht. Da müsste ich es theoretisch 900 Leute anschreiben. Ja, kannst du bitte meinen Kanal deabonnieren? Da würde ich Monate dauern. Natürlich will ich auch nicht, dass mich natürlich jeder deabonniert oder so. Das Ding ist nur, die Leute, die jetzt irgendwie inaktiv sind. Okay, ich weiß halt nicht, wer aktiv und wer inaktiv ist, aber trotzdem, ne? Das Ding ist halt, egal. Ich rede hier schon wieder zu lange rum. Ich glaube echt, ich muss die Verabschiedung aufnehmen und dann einfügen. Extra aufnehmen und dann einfügen, dass ich nicht jedes Mal sagen muss. Und ja. Also, tschüss.